Einen wunderschönen Freitagvormittag, 10. Dezember, heute wird's praktisch. Heute legen wir Hand an, und zwar an diesen Drehstift, diesen Glasradierer von der Firma Faber-Castell. Ich bin mir sicher, andere Firmen produzieren auch ähnliche Stifte. Dieser ist von Faber-Castell. Das ist ein kleines Plastikgehäuse mit einem Drehmechanismus. Und wenn man daran dreht, dann fahren sich so kleine Borsten aus. Kann man die sehen? Kann man die sehen? Ja, vielleicht. Diese Borsten, die radieren Rostflecken weg. So kleine Korrosion. Und ich erwähne das hier im iPhone-Blog, weil natürlich wir alle Lightning-Kabel benutzen. Und diese Lightning-Kabel, die haben manchmal, ganz manchmal, diese Angewohnheit, dass sich an den Pins, an den Endstücken, so kleine Korrosionen bilden, so kleine schwarze Flecken, die man mit diesem Stift einfach wegradiert. Natürlich nur in einem gewissen Umfang. Wenn Kabel durch sind, sind Kabel durch. Kabelbruch stark verschmutzt. Aussortieren, bitte wegwerfen. Manche Geräte kann man einfach nicht wegwerfen, weil dort Lightning-Stecker fest verbaut sind, irgendwelche Adapter oder größere Geräte. Und dann kann man mal versuchen, mit so einem Rostradierer da ranzugehen und die zu reinigen. Ich habe auch schon so Batteriekontakte damit sauber bekommen und dann fließt dort wieder Strom. Meine Empfehlung für den heutigen Tag, so ein kleiner Glasradierer. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am morgigen 11. Dezember an dieser Stelle bereits wieder.